Und damit ja. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Aufnahme. Wir haben jetzt spontan entschieden, dass wir hier so einen Mini-Challenge-Wettbewerb machen, so ein kleines Turnier. Ich habe ja schon gegen Lexa verloren, zweimal, das heißt, er ist automatisch im Finale. Jetzt entscheidet es sich zwischen Big Paddy und mir, wer mit ihm ins Finale zieht, gegen Lexa antretet und dann der Gewinner dieses kleinen Turnieres ist. Okay, genug babbelt. Jetzt machen wir mal das alles weg hier. Den lassen wir mal. Und das lassen wir just for fun auch mal. Auch wenn es im Anfang überhaupt nichts bringt. Bei wem guckst du gerade zu? Bei dir. Oh je. das sind Funplay-Aufnahmen, ja? So Flame ist nicht erwünscht. Oh, ja gut, das passt ja jetzt. Oh Gott, jetzt sag nicht, du hast ein Murloc-Deck gemacht. Natürlich, Murloc. Schauen wir mal. Ich finde die Viecher so geil. Ja, die sind so nervig. Ey, ich glaube, da würden doch manche Leute aus Protest vor, weil sie total genervt sind. Das war ja schon bei WoW so, ja, meine Güte. Jedes Mal, wenn man gegen diese Viecher hat kämpfen müssen, irgendeiner Quest hat, ist fast verzweifelt. Oh je. Vor allem die großen Quests, wo du dann 30, 40 von den Viechers dort umlegen musst. Mm, oh, das total. Ging gar nicht. Ey, da bist du dann mit Kopfschmerzen, hast du dich dann ausgelockt, ey. So, die müssen weg. Die müssen weg, weil ich weiß, wie das enden kann, wenn man zu viele von diesen Viechern auf dem Deck hat, auf dem Platz. Stell dir mal vor, du spielst den ganzen Tag mit den Murlocs. Du gehst abends ins Bett, deine Freundin liegt neben dir, die fragt dich irgendwas und du antwortest nur genau. Die guckt dich bestimmt nicht schlecht an. Ich hab mal die Rakete abgeschossen. Ja, das ist jetzt geil. Eigentlich wäre es doch schön, wenn die Freundin so antworten würde, oder? Ja, oder so rum. den noch nicht. Wir machen erstmal den, machen den weg und die Sache passt. Die habe ich für ein ganz spezielles. Das habe ich einmal gemacht in der Kombination mit den Crim Patrons. Das ist so genial. Ich hatte die ganze Seite voll damit. Und dann mit der Kombination von dem Vieh hier, ne? Mal gespannt, ob ich es hinkriege. Also, Paddy, es wäre schön, wenn du mich ein bisschen am Leben lässt, damit ich einmal diese Kombination zeigen kann. Die ist nämlich echt cool. Ja, du hast ja schon 5 Maulocks von mir umgebracht, ist okay. Ja, aber trotzdem lebst du. Das ist das Problem. So, komm, dann hauen wir den mal weg. Passt die Sache. Und hier auch mit dieser Kombination, ne? Von der Axt. Wenn ich jetzt einen kriegen würde, ne, würde jetzt genau passen. Hätte ich direkt mal 2 am Start, dann mache ich als nächstes diese Geschichte. Das wäre schon cool. Ja. Ja, mach mich doch platt. Okay, dann machen wir erstmal diesen hier und sparen uns das mal. Und hoffen, dass er nicht so einen Schleimbolzen auf der Hand hat, der meine Axt zerstört. Ist, glaube ich, in jedem Deck drin mittlerweile, ne? Ne, bei mir nicht. Ne? Nein. Okay. Ja, ist klar. I was born to be alive. Born to be alive. Ach nee, das ist ja so süß. Er versucht alles, um mich platt zu machen hier, okay. Ui. Noch nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er diese Runde noch nicht beide platt macht. Dann gibt das Ganze eine richtig tolle Sache. Obwohl, ich bräuchte eigentlich 8 Mana, um das Ganze zu starten. Das Problem ist, ich würde meine eigenen Typen umhauen. Oh, nix. Oh, danke. Das ist auch eine schöne Kombination zusammen. Also, machen wir diesen hier. Halt, nee, Quatsch. Ah, hätte ich beinahe Mist gebaut. Obwohl, doch. Genau, einmal so. Einmal noch einen dazu, der auch noch zusätzlich den kriegt. Es funktioniert! Jawoll! Nicht schlecht. Ne? Wie gesagt, nicht hier noch. Schlecht. Ist eine feine Sache. Ja, das sieht gut aus. Oh, das war aber jetzt nicht gut, Patty. Da hast mir jetzt geholfen. Sei denn, du hast jetzt irgendwas auf der Hand, um die wegzuhauen. Okay, einen kriegt er weg.
Oh, er kriegt einen komplett weg. Oje, oje. Nee, okay. Ich habe jetzt zwar leider nicht mehr den Push, aber ansonsten... Jo. Soll ich... Komm, es ist ein Spaß-Deck, wie gesagt. Komm, auf. Natürlich jetzt einen von den bekloppten Dingern treffe, ja, ist klar. Aber wir machen das Ganze nochmal, komm. Ah ja, nee, ist doch klar. Komm, egal. Halt. Halt, ich hab was vergessen. Habe ich noch genug Mana? Nee, habe ich nicht, aber egal, komm, lass. Na also, üble Sache mit diesen Patrons, wenn es mal funktioniert. Ja. Das ist natürlich Voraussetzung. Ey, Paddy! Sorry! Oh, kein Problem. It's just a game. Also, noch einen. Und jetzt probiere ich mal hier, komm. Vielleicht klappt's mal. So, dann darfst du, so wie es aussieht bis jetzt, darfst du ja dann nochmal mein Match rausfordern. Muss ich dann nochmal gegen dich spielen, ja. Ja. Okay, dann nehme ich aber ein anderes Deck. Da habe ich ein schönes Deck für dich. Ich bin gespannt, was sie sehen. Dann gibt es mal eine Herausforderung und dann ziehe ich wieder nur Scheiße. Ja. Wie immer. Kann alles passieren. Das ist leider, die Glücksfaktor ist extrem hoch. So. Ja. Hab mich jetzt schon gewundert, warum ich hier nichts auswählen kann. Ja, ich spiele ja gar nicht. Ich habe noch gar nicht meinen Murloc gesehen, ey, im letzten Spiel. Ahoi. Ahoi. Nö, komm, der geht weg, egal. Ach so, nee, ach, der hat ja einen, zwei. Na, egal. Das ist nämlich ein Morlock-Piratendeck, deswegen. Okay. Da gibt's auch schöne Kombinationen, habe ich auch mal jemanden spielen sehen. Ich glaube, das war Creeparian. Der macht auch geniale Videos. Oh, das ist ja cool. Stell dir mal vor, sowas gibt's für Gegner. Destroy target opponent when be damaged by this minion. Ja. So übergreifendes Gift. Hast du eigentlich Blackrock schon komplett durch? Alles durch. Ich häng beim letzten da. Du hängst beim allerletzten Gegner? Ja, ich hab die's gekauft, ja. Die Dinger, Zugänge da, ja. Ja, direkt. So viel Zeit habe ich gar nicht, um das alles frei zu spielen. Ja, ach so, hast du mal geguckt nach Decks im Internet? Ja. Okay. Ja, wie gesagt, da gibt's eine Möglichkeit, wie man das hinkriegt. Ich glaube, das war mit dem Priest. Du kannst okay. Das relativ easy mit einem Priest machen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, was der letzte macht. Na, der hat am Anfang, der hat, glaub. 10 oder 15 Schild hat er. Ach, das geht nicht. Der ist unsichtbar. Ja, ach man, irgendwie konnte man den doch als Ziel wählen. Wie war denn das? Nein. Das nee, geht den kannst nicht. Du nicht als Ziel wählen, der ist verstohlen. Was war denn das, wo man dann doch als Ziel wählen konnte? Bin mir nicht mehr sicher. Nee, was war denn das? Na egal. Irgendwas war da mal von wegen, das kann so nicht direkt, oder kann nicht von Zaubern betroffen werden und dann ging's, aber mit, ob, ja genau. Das war der Netherfeen-Drache da. Ja, ist irgendwas. Oh ja, Paddy, du machst das echt schwierig, mein Deck zu spielen. Na gleich kommt mein Fun-Faktor. Ja, da bin ich mal gespannt. Das Problem ist, für jung und alt. Ich kann, warte mal, wir gerade noch schon da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Einer geht noch, okay. Weil mein Deck ist eigentlich für was anderes ausgelegt hier. Mal gespannt, was jetzt passiert. Aber ihr beide wisst schon, dass der gewinnt, der am. Der dann am Ende keine Punkte mehr hat, ne? Und ja, der die meisten Karten hat. Ist schon klar. Achso, ich dachte, ich sag's nochmal. Ja, nee, passt.
Falsch gespielt. Falsch gespielt. Du hättest zuerst den Grimmscale spielen müssen und dann den plus 2 Leben. Hättest du dem nämlich auch noch 2 Leben gegeben. Ja. Aber okay, kein Problem. It's fun. It's just for fun. It's a little bit funny. So, einmal das. Und wie war das sonst? Einmal das, genau. Meine schönen Morlocks. Tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, ich hab das auch immer gehasst, als ich mein Hexenmeister-Morlock-Deck gemacht habe. Dass die Magier immer alles weggeplättet haben. Naja, wieder die bösen Magier. Voll ja. Ärgerlich. Ja, die gehen mir voll auf den Keks, ey. Die bösen Mages wieder, ey. Oh Mann, das tut mir jetzt schon leid. Es tut mir leid. Aber ja, da komme ich wenigstens endlich mal zu meinem Ding hin. Ja, ich suche hier noch den Morlock, wo alle Morlocks Sofortangriff haben. Ah so, okay. Aber den habe ich noch nicht. Was war denn das jetzt bitte für eine Aussage? Da komme ich endlich mal zu meinem Ding hin. Hey, hallo? Nein, kommst ich meine... sonst nicht, oder was? Ich meine hier Ding halt. Ja, genau, das Ding, ja. Kommst du wohl sonst nicht, oder wie? Nein, bei meinem Deck jetzt, da kann man mal zeigen, worauf das hinausläuft. Ja, kannst du dein Ding dann mal zeigen bei deinem Deck, ne? Ich zeig euch, wo der Hase sein... oder wie war das? Wo der Hase rennt, ne? Wie der Hase... Ja, du weißt, wie ich meine. Genau. Ja, Paddy, du musst schon was spielen, damit ich mein Deck... Oh. Ich hab ja nichts, du zerstört immer alles. Ja, das ist jetzt Ziel und Zweck der Sache hier. Du musst mit ihm spielen, damit er sein Ding zeigen kann. Es ist eigentlich nicht Ziel, dich so zu vernichten bei dem Deck, ja. Das ist jetzt ein bisschen doof. Okay, machen wir mal Restore. Das können wir mal machen. Ansonsten, nö, bringt alles nicht. Den können wir noch machen. Ja, ist ein bisschen schwierig jetzt. Spitzenstampfer. Brutal. Hau dir doch nicht so viel Schaden rein. Pass auf, jetzt muss ich ein bisschen doof werden. Schon wieder, siehst du? Ich tu dir jetzt mal einen Gefallen. Weil anders kriege ich mein Deck nicht zum Laufen. Könnte jetzt ein bisschen irritierend sein, ich geb's zu. Aber das ist eigentlich... Ja, ach, nur ein bisschen, ne? Also. Ja. Warum auch nicht, ne? Wenn ich jetzt natürlich Scheiße gebaut habe damit und er hier eine Murloc-Armee jetzt aufruft, da habe ich vielleicht ein kleines Problem. Würde ich jetzt wegbashen. Wahrscheinlich. Noch ist alles okay. Ist auch noch okay. Das ist nicht so okay. Aber okay. Naja, trotzdem ganz ordentlich. Alles cool. Es tut mir leid, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich gebe noch einen kleinen Push. Das war jetzt verhauen. Okay, komm, Betty, ich gebe dir noch eine Chance. Ich hab dich ja schon bei 20 gehabt. Ja, ja. Ja. Die Chance habe ich vor uns auch gekriegt. Und eigentlich wärst du schon tot, Paddy, ja. Aber das ist nicht Sinn und Zweck von diesem Deck. Naja, so langsam kommen wir endlich mal in Fahrt.
Kommt, jetzt zieh du mal Karten, de. Jetzt zieh du endlich mal Karten, ey. Wo bleibt mein Murloc, ey? Ich krieg die Krise. Sechs Karten hat er noch. Ja. Ja, ich meine mal, Süße, können wir auch die Zeit rumkriegen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ah, da ist er, sehr schön. Einmal. Zweimal. So, also langsam kommt das Deck in Fahrt. Ja, immer diese alkoholisierten Pandas, ey. Ja. So, Patty, jetzt weißt du, was ein Millstone-Deck ist. Wann den Spruch bringt die, wenn die nur noch eine Karte hat. Ja, ja. Ja. Sehr sinnvoll, ne? Ich habe fast keine Karten mehr. Das ist auf meine Minions kommt es mir gar nicht drauf an, ne? Nee. Das ist Ziel und Zweck von diesem Deck, dass man einfach nur das Feld komplett clear hält. Patty, warum hast du jetzt den Piraten zuerst gespielt und dann die Kanone? Andersrum wäre es doch sinnvoller gewesen. Er hat da keinen Feind. Auf den Bosch spielt, schießt er nicht. Ich glaube, er ist einfach ach, nur verzweifelt. Ja, stimmt, einem Feind, ja. Ah ja, zu enemy. Alles klar. Ja, der kommt ein bisschen spät, aber okay. Ja, den lesen wäre schon von Vorteil. Kommt da das, ey? Nicht, dass er jetzt noch auf irgendwelche komischen Gedanken kommt, gehe ich mal sicherheitshalber auf den Heal. Ja, was soll er machen damit zwei Karten? Tja, das war's. Tut mir leid, Patty. Jetzt weiß er wenigstens, was ein Mild-Deck ist. Jo. Oh. Was ist denn jetzt? Basht er dich noch weg? Jetzt auch. Guck mal. Guck mal. Nein, was machst du? Oh, Paddy. Paddy. Oje. Wir hätten damit jetzt noch kriegen können, ne? Ja. Na gut, nee, du hast den Schleim da, dann hätte er auch nichts gebracht. Wäre natürlich schön, wenn ich jetzt noch eine Karte hätte, hier Ding zerstören, Karten ziehen. Ist schon übel, oder? Guckst du da ohne Karten? Das ist fies, ich weiß, das ist fies. Ich habe mich da auch ziemlich gefickt gefühlt. Ja, hast recht. Du weißt schon, das ist ein Kartenspiel, ne? Ohne Karten ja. Ist das Spiel nicht gut. Ja, so ist es halt, ne? Danke fürs Mitspielen, Paddy! Keine Ursache. Okay, erstmal danke für die Aufnahme. Das war Runde Nummer 2 und jetzt geht's in die Finalrunde zusammen mit Lexa. Ich muss mich erstmal warm machen. Bis gleich.